Hallo, ich bin die Magdalena Nothaft. Ich bin Psychotherapeutin, Kunst- und Traumatherapeutin, arbeite in meiner eigenen Praxis in Rosenheim und seit vielen Jahren in den Gefängnissen von Südafrika. Hiermit möchte ich Ihnen den Farbdialog vorstellen. Der Farbdialog ist eine Methode aus der Kunsttherapie. In der Kunsttherapie sagt man, Ausdruck ist Bewältigung. Das heißt, seelische Vorgänge, die gestaltet und ausgedrückt werden, sind leichter zu verstehen und zu bewältigen. Der Farbdialog ist Selbstausdruck. Er hilft uns in Krisenzeiten, die innere Arbeit zu aktivieren und fördert die eigene Entwicklung und wirkt somit entlastend. Lösungen werden gefunden und Entscheidungen getroffen. Gleichzeitig wirkt der Farbdialog entspannend und konzentrierend. Unbewusst wird der innere Prozess der Selbstheilung auf kreative Weise angeregt. Also für mich, für dich ist fertig. Für mich ist es jetzt fertig, ja. Okay. Und gibt es da irgendwie was, was du siehst, oder? Ja, ich sehe Ohren. Ohren, okay. Ja. Hier? Ja. Ja, das zweite Ohr ist ein bisschen größer hier und nicht hier, ja. Das ist innen. Insgesamt nicht so harmonisch wie das drüben. Aha, aha. Das rechte. Aha. Aber interessant, das würde jetzt, vielleicht hängt das mit meinem Hörsturz zusammen, den ich auf der linken Seite hatte. Dass das linke, ja. Dass das linke Ohr nicht so harmonisch geworden ist. Ja. Der Farbdialog macht Spaß. Gemeinsam oder alleine sich den Farben und Formen hingeben, ins Fließen kommen, eins sein mit sich und den anderen, ist ein herrliches Gefühl. Entspannen, loslassen, einfach nur sich selber sein. Absolut wertfrei, ohne jede Beurteilung. Alles zulassen können. Ein Individuum sein und doch in die Gemeinschaft integriert. Ich will abschneiden. Ja, schnell so, kannst du ja einmal. Ja. Ich habe einige Leute, die das dann wirklich auch irgendwo hängen. Ja.